ihr Lieben, Christian Hemschemeier, Diplompsychologe, Paartherapeut und so weiter. Und genau, ich wollte heute mal ein bisschen reden über moderne Paartherapie. Ich bin ja seit über 20 Jahren jetzt Paartherapeut, das war immer so meine Passion. Und es gibt ja so verschiedene Ansätze. Als ich damals angefangen habe, gut, war auch ein bisschen Teil in meiner Ausbildung, aber konnte ich auch viel nutzen, aber gab es damals jetzt nicht so wahnsinnig viel. Also was es gab, was auch bis heute eigentlich sehr modern ist, sind diese Ansätze von Jörg Willi, die einerseits so ein bisschen aus dem Psychoanalytischen kommen, aber er hat schon eigentlich sehr gut es gibt ja in der Paartherapie guckt man immer auf diese Zyklen, in denen sich Paare befinden. Es gibt ja immer so Rollen, der eine ist so und der andere ist so. Ist ja auch in toxischen Beziehungen auch so, in gesünderen Beziehungen auch. Und man versucht immer, diese Kreisläufe zu finden und dann zu analysieren, warum ist man in diesem Kreislauf, wie kann man da rausfinden. Und Jörg Willi hatte das eigentlich auch schon, damals noch anderen Begriffen benannt, er hat das so Kollusion genannt, er hat das, wie gesagt, ein bisschen aus dem Psychoanalytischen, orale Kollusion und so weiter. Aber es waren trotzdem eigentlich schon diese Sachen drin, die eigentlich, könnte man jetzt heute auch noch mit Beziehung analysieren. Und er hatte das, was wirklich bis nach wie vor super modern ist, diese Idee, gibt es auch so ein Buch, ich glaube, das gibt es gar nicht mehr, Co-Evolution des Paares, wo man die Idee hat, dass wir uns eben gemeinsam in der Beziehung weiterentwickeln können und dass man natürlich auch einen entsprechenden Raum darstellen sollte. So. Und das ist auch eine Sache, die ist dann letztlich weitergegangen, obwohl sich der nie auf ihn bezogen hat, wirklich, aber kommen wir mal zu einem, der die Paartherapie auch weiter sehr stark beeinflusst hat, das ist David Schnark. Gibt es so ein Buch Psychologie der sexuellen Leidenschaft. Habe ich auch viel integriert. Ist auch übrigens alles, was ich jetzt sage, ist auch Teil meiner Ausbildung, die auch Ende des Jahres wieder losgeht. Wahrscheinlich wieder wieder online wohl. Es gibt da so eine Grundausbildung und eine Advanced-Ausbildung. Advanced soll eigentlich mal live sein. Ich hoffe, das geht dann auch mal wieder. Und vielleicht interessiert dich das ja auch. Ich packe einen Link hier mal drunter. Das ist so Paartherapie à la Hemschemeier. Und ich erzähle einfach mal von diesen ganzen Einflüssen, die es da so gibt. David Schnark ist eben, hat das sehr gut beschrieben. Diese Dynamik in Paaren, wenn einer mehr will, einer will weniger. Also vor allen Dingen Richtung Sexualität, das ist ein bisschen sein Steckenpferd. Einer will mehr Sex, einer will weniger Sex und wie man das sozusagen handhaben kann und hat aber im Grunde genommen auch Ideen von Jörg Willi aufgenommen, also diese gemeinsame Entwicklung. Und David Schnark ist auch sehr in der Richtung, in der ich immer arbeite, betont halt sehr diese Autonomie, ne? Also jeder muss gut für sich sorgen können, da redet er bei Ich-Funktionen, jeder muss darf nicht zu needy sein, muss seine eigenen Bedürfnisse auch mal befriedigen können. Und jeder muss auch gewillt sein, das nennt er so, Feuertopf oder Schnellkochtopf, könnte man auch sagen. Jeder muss auch in der Lage sein, sozusagen mit dem Partner wirklich in Austausch zu gehen. Das macht er halt in seinen Therapien auch viel, ohne dass man diesen Austausch verweigert, aber auch ohne, dass man so einfach flüchtet und sagt, dann poppe ich halt jemand anders oder so, ist mir doch egal, sondern dass man wirklich da bleibt. Und dann sagt er halt, das ist ja auch letztlich so eine Idee der humanistischen Psychologie, wenn man wirklich in Kontakt geht und wirklich auch dahin geht, in diesem Kontakt, wo es schwierig ist, wo man schwierige Sachen sagen muss, wo es vielleicht wehtut, aber wo es halt ehrlich ist, dann können halt in diesem Schnellkochtopf völlig neue Dinge entstehen, völlig neue Verbindungen. Aber dazu muss dieser Kochtopf halt auch wirklich zu sein und die Partner dürfen nicht fliehen und so weiter, so. Und da so im Gegensatz dazu steht heutzutage so ein anderer Paartherapieansatz, EFT von Sue Johnson, ein bisschen akademischer, geht es so um
Bindungstheorien. Es gibt ja diese vier Bindungsstile. Und wie die sich jetzt in einer, also wir reden jetzt, wie gesagt, nicht über toxische Beziehungen, wird man, glaube ich, nicht angehen mit EFT so, aber wie zeigen die sich eben auch in normaleren Beziehungen? Und da beschreibt sie halt Sachen, die es vorher auch schon mal gegeben hat, aber gut. Beschreibt sie dann halt andere Zyklen, zum Beispiel diesen Täter, nicht Täter-Opfer-Zyklus, Quatsch, Verfolger-Rückzugsmodus zum Beispiel, dass einer mal so eine Attacke ist und einer zieht sich ständig zurück und wie das mit bestimmten Bindungsstilen zusammenhängt. Und da dreht sich halt die ganze Paartherapie darum, wie genau kann man das verstehen, wie können die Paare verstehen, dass eigentlich der Partner nicht der Feind ist, sondern dieses, ja, diesen Tanz, den sie aufführen um ihre Bindungsmuster. Wie kann man da rausfinden, wie kann man das analysieren? Und hat sie auch so bestimmte Formen, ja, rausgearbeitet, wie man das machen kann. Typischerweise auch aus meiner Sicht relativ längere Paartherapien, wie sie das so ansetzt. Also ich habe auch mal so ein EFT-Externship gemacht bei Sue Johnson. Also Ideen davon aus der Bindungstheorie vor allen Dingen sind auch in meine Ausbildung eingeflossen. Ich bin jetzt kein EFT-Therapeut. Also ich muss auch sagen, ich finde das eine schöne Sichtweise, diese Bindungsstheorie mit einzubeziehen. Aber ich persönlich liebe einfach, ja, dieses, wenn man so will, für diejenigen, die ein bisschen älter sind als sonst, dieses klassische Encounter, also dieses wirklich in den Kontakt gehen, wie das in den 80er Jahren und 70er Jahren auch total en vogue war, noch, klar, da wusste man noch nicht so viel von der Bindungstheorie, aber diese Auseinandersetzung im Paar, wie kann man wirklich da Lebendigkeit reinbringen, wie kann man lebendige Kommunikation wieder herstellen, wie kann man das Paar wirklich wieder dahin bringen, wo sie mal das Gespräch vermeiden, aus Bequemlichkeit, aus Angst, aus, weiß ich nicht, weil man einfach zu lange zusammen ist, wenn man keine Alternativen mehr sieht. Und ja, also das finde ich persönlich einfach großartig. Und bis hierhin sind es so, ja, Ansätze, die man jetzt so oder so mischen kann. Ich habe da so mal eine persönliche Mischung. Und dann, ja, ich habe ja wirklich, ich weiß nicht, wie viel 1000, 2000, ich weiß nicht, wie viele Paare ich, keine Ahnung, also super viele. Und daraus entstehen natürlich auch bestimmte Erfahrungswerte. Wir sind halt auch in diese Ausbildung eingeflossen, weil man bestimmte Sachen halt immer wieder sieht. Wann kommen Paare zum Beispiel, in welchen Situationen? Warum gibt es so das typische Paartherapie-Paar? Ne? Was hat das mit den Kindern zu tun? In welchem Alter die sind? Was hat das zu tun mit, wie die arbeiten? Keine Ahnung, ob die jetzt aus der gleichen Kultur kommen, Altersunterschied, all diese Sachen, da gibt es super viele Erfahrungswerte, die man einbauen kann. Das fließt bei mir dann noch mit rein. Und dann eben dieses super hilfreiche Thema Polarität, weil, also meiner Ansicht nach, gibt es keine gesunden Beziehungen, die wirklich lebendig sind, wo nicht auch irgendeine Form von Polarität stattfindet, von weiblichen und männlichen Energien, wie auch immer die verteilt sind. Und ob das jetzt mit dem biologischen Geschlecht übereinstimmt oder nicht. Es ist ein sehr kontroverses Thema. Es ist unter Paaren, die lange zusammen sind, komischerweise überhaupt kein kontroverses Thema. Also da konnte man das immer super besprechen. Gibt es, weiß ich nicht, auch kein Trara. Ist auch sofort eingängig. Wurde auch vor allen Dingen von Frauen immer wieder, wenn ich die mal dann in einer Einzelsession hatte, immer wieder auf den Tisch gebracht. Und das ist eigentlich nur, weiß ich nicht, in bestimmten Blasen, glaube ich, kontrovers, oder wenn man das politisch anguckt, ist es vielleicht kontrovers, oder genderpolitisch ist es vielleicht kontrovers. Also für Paare, die lange zusammen sind, ist es eigentlich überhaupt nicht kontrovers, weil es einfach so auf dem Tisch liegt, so einleuchtend ist und so offensichtlich Thema ist, wenn es denn Thema ist. Und ja, ich finde, das rundet wirklich Paartherapie nochmal so richtig ab. Wenn du dich auch für diese Ausbildung interessierst, wie gesagt, ich packe mal den Link unten rein. Ich habe ja auch noch eine Einzelausbildung, die orientiert sich mehr so Umgang mit toxischen Beziehungen. Das kann man auch kombiniert machen. Und ich packe die auch nochmal, falls du an Paartherapie interessiert bist, mal so einen 3-Stunden-Link, so einen Sommer, vergünstigsten Sommerpreis. Unten drunter, auch wenn du jetzt nicht in einer der Städte, also ich bin ja in 3 Städten ganz gut unterwegs in Deutschland, in der Nähe von München, Hamburg und Berlin, und sonst
ja, kann man auch viel ja, online machen heutzutage, genau, wenn du deine Beziehung auch mal auf den Stand bringen willst. Ich wollte auch mal wieder mehr machen zu neuen Beziehungen, das ist ja auch Thema meines Buchs, was ich gerade schreibe, normale Beziehungen, was gibt es da für Themen? Klar, mit den toxischen werde ich weitermachen, aber ja, muss da auch mal so ein bisschen in die Breite gehen. Vielleicht sind wir irgendwann auch durch mit den toxischen Beziehungen. Noch nicht, glaube ich, aber vielleicht kommt es irgendwann mal. Und genau, den Link packe ich ja auch drunter. Ja, ansonsten hoffe ich, euch geht's gut im Sommer. Vielleicht sehen wir uns auch beim Bootcamp oder bei Liebeship Party. Und ansonsten genießt euren Urlaub, falls ihr den habt. Und wir werden uns mal wiedersehen.